Willkommen in einer neuen Folge Star Wars The Old Republic mit Revier unserer Suflexerin. Wir sind jetzt bei unserer hoffentlich letzten Quest jetzt hier auf Taras. Vertreibung der Republik und wir müssen einfach nur Leute töten. Und ich weiß, eigentlich hat Ashara zwei Lichtschwerter, wie ich inzwischen mitgekriegt habe von euch. Aber ich war noch nicht auf der Flotte bis jetzt und daher. Ich übernehme das. Daher hat sie noch kein zweites Schwert. Ich habe auch keins dabei, oder? Elektrostab? Nein, die will keinen Elektrostab. Wer will denn ein Elektro. Oh, hier ist ein Lichtschwert. Das will sie vielleicht haben. Vielleicht. Guck mal. Magst du? Oh ja, sie sagt nicht nein. Das ist schon mal gut. Was ist denn das hier? Ruft einen kleinen Tranta herbei. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich das alles hab. Naja, egal. Muss ich nochmal gucken, wieso ich das überhaupt hier auf die Wertung verliert habe. So, da sind lustige Sturmdruiden. Droiden. Wow, die anderen kommen ja auch. Oh mein Gott. Was geht mit denen? Oh mein Gott, warum sind die so stark? Die sind zu stark. Oder es sind zu viele. Boah, es sind zu viele. Geh weg! Okay, das war eindeutig ein bisschen zu viel. Vor allem, weil der Schar noch nicht mal ausgerüstet ist. Die hat ja noch nicht mal einen Kopfschutz, noch nicht mal einen Helm. Weil man muss immer einen Helm tragen, wenn man mit Lichtschwertern um sich fuchtelt. So, da gehen wir nicht mehr hin. Ja, das sind ja auch ein Mega-Elite und ein Halb-Elite und zwei normale. Schon viel. Gut, dann nehmen wir uns an die Schwachen. Das ist ja immer gut. Und das ist so typisch Sith-mäßig. Immer schön auf die Schwachen und Hilflosen. Und und der ist auch schon. Ein Jedi fürchtet den Tod nicht. Ja, deshalb sind wir auch eben so fröhlich, feuchtfröhlich gestorben. Weil ein Jedi den Tod nicht fürchtet. Ashara weiß, wie es geht. Und der ist auch tot. Puh. Noch 9 Stück oder so, ne? Wir haben es bald. Und dann können wir endlich von Taras runter und uns ein bisschen ausrüsten auf der Flotte. Das ist ja das Doofe. Ich kann hier auch keine schwer gelernte Rota anwenden. Oh, das sieht schon wieder so viel aus. Das sind noch 4 Gegner und dann noch dieser Sturmbrüte. Nö. Nö, die wollen wir nicht, oder? Ah, er kommt einzeln. Komm, allein schaffen wir den. Wenn er allein ist, dann von mir aus. Los, komm her. Stier. Wow. Er macht immer seine komischen Kanonendinger da. Macht mich ganz kaputt hier. Hey, so, er ist tot. Aber er hat noch auf mich geschossen, obwohl er tot war. Okay. Wie viel haben wir noch? Hä? Der hat nicht gezählt, oder was? Wie unfair ist das denn? Warum zählt der nicht? Egal. Hier, die zählen. Die müssen zählen. Wir haben dann 4-4. Die Leute, ja, komm, die zählen. Was ist mit dir? So, noch 3. 3. Da sind 3. Oh nee, das sind sogar 4. Aber egal. Machen wir gleich mal hier alles drauf. Achso, ich habe glaube ich noch gelesen, wenn ich Machttempo habe, dann kann ich zweimal umsonst. Das will ich mal testen. Oh, das ist ja echt praktisch. Wenn ich Machttempo habe, kann ich zweimal umsonst Blitzschlag machen, also ohne Aktivierungszeit gedöns. So, oh, wir sind schon fertig. Na gut, dann gehen wir zurück und gucken. Ich glaube,
Die andere, Tara, hat ja auch noch irgendwas gemacht. Mal schauen, was die diesmal für Sprüche auf Lager hat. Und dann sind wir fertig mit Tages, denke ich mal. Oder fast. Oh, ich bin falsch. Ich bin falsch. Ja, wir sind wieder da im Geheimhauptquartier von Lord Scheitin. Gegen Scheitin. meine Lehren zu handeln. Ich zwing dich zu gar nichts, Ashara. Bist du immer mir unterstellt, ach so, nee, ich bin falsch. Ja, Ashara macht mich schon ganz wuschelig. Mit ihrem blauen Deko hier. So. Darf Gravus, es wird Zeit. Bereitet euren Angriff vor. Ich habe die republikanischen Truppen ausgedünnt. Und ich habe mehr als genug getötet. Ihr habt beide großartige Arbeit geleistet. Wir müssen schnell zur Tat schreiten, ehe die Republik Verstärkung schickt. Lord Scheitin, startet den Angriff. Sofort, mein Lord. Der letzte Kampf um Taris hat begonnen. Wenn wir den Planeten verwüsten wollen, müsst ihr mit Tanner zusammenarbeiten. Ernsthaft? Das ist wohl keine gute Idee. Ihr habt nur Angst, dass ich besser bin als ihr. Ich werde nicht mit Nein. dieser Memme arbeiten, Gravus. Die Vernichtung der Republik verlangt eine absolute Kooperation, Mach sie Tanner. fertig! Mach sie fertig! Ich werde helfen, Gravus. Aber irgendwann werde ich euch niederstrecken. Hervorragend. Eure Mission hat zwei Ziele. Sprengt den republikanischen Raumhafen in die Luft und tötet den Leiter ihrer Wiederaufbauarbeiten, einen mächtigen Jedi-Meister namens Zyrek. Ihre Niederlage wird vernichtend sein. Die ganze Galaxis wird davon erfahren. Wie könnte man sie besser vertreiben als durch eine demütigende Niederlage? Sobald Meister Zyrek fällt, ist die Republik gezwungen, Taris zu verlassen. Die Zerstörung des Raumhafens wird die Überlebenden einkerkern und die Entsendung von Verstärkung verhindern. Darth Gravus, der Angriff ist in vollem Gange. Republikanische Transporter sind im Orbit. Ihr Ziel ist der Raumhafen. Sie versuchen zu fliehen. Wenn wir Meister Zyrek jetzt nicht töten, wird er mit einer kompletten Besatzungsmacht zurückkehren. Ich schalte Zyrek aus und beende seinen lächerlichen Wiederaufbau. Seid vorsichtig. Dieser Jedi weiß, dass er für mehr als nur sich selbst kämpft. Dringt in den republikanischen Stützpunkt ein, schaltet die Sicherheitssysteme des Raumhafens aus und trefft anschließend Tanner in den unteren Ebenen. Nur gemeinsam könnt ihr die Träume der Republik zerstören. Yay, Und wir lasst mich nicht zu zerstören lange Träume warten. mit Terra. Wenn ihr die Gelegenheit habt, vernichtet die republikanischen Sturmkanonen. Sie machen unseren Jungs das Leben schwer. Fertig? Ja, fertig. So. Oh cool, was ist denn das? Wie sieht das aus? Hui, bauchfrei! Ja, aber keiner will den roten Krebsbauch hier sehen. So. Raus hier, genau, wir müssen wahrscheinlich ganz, ganz viel reisen, bis wir da ankommen. Und dann machen wir den Jedi fertig, zusammen mit Tara, wenn es dann sein muss. Und dann sind wir mit Tara jetzt hoffentlich fertig. Und dann, oh, wo sind wir denn? Wohin müssen wir? Ach, wir müssen direkt zum Raumhafen. Dann treffen wir uns am Raumhafen. Toll, habe ich da keinen Leiter? Wollt ihr mich verkacken? Na gut, dann fliege ich halt hin. Dann fliege ich halt hin. Zeige alle autorisierten Oh Ziele an. nein, wieso muss ich dann. Reiseroute bestätigt. Wieso kann ich da nicht hindingsen? Nur weil ich das nicht angefasst habe oder was? Diskriminierung. Dann fliege ich eben.
Ich hab keine Ahnung, wohin. Keine Ahnung, wohin. Echt? Im Ernst? Hier hin? Oh, tatsächlich. Hier hin. Wir sind da. Wir sind da und oh, wir müssen kämpfen. Ashara, nix da mehr mit Rückzug. Wir müssen kurz kämpfen. Hier sind diese komischen Leute da. Boah, die mich fast kaputt machen. Pass mal kurz auf hier. So. Boah! Ey, wie viel Schaden machen die denn? Das ist ja krass. Das war knapp. Ich hatte nur das halbe Leben. Das war unfair. Mein Sith-Lord, wie lautet unser nächstes Ziel? Unser nächstes Ziel, Ashara, ist durch das grüne Licht zu gehen. Denn nur wo das grüne Licht ist, da geht's weiter. So. Und wen treffen wir hier an? Ein paar republikanische Sicherheitsdruiden. Mit der Macht kann ich alles schaffen. Da ist noch was. Wow, oh mein Gott, da sind noch ein paar Leute hier. Party! Partyende. Wow, 30 muss man von diesen besiegen. Unglaublich. Wirklich. So. Oh, der hat aber eine komische Waffe. Wohin muss ich jetzt? Muss ich da hoch? Ah, ich muss hier hoch. Ja, an dem können wir jetzt die neue Rotarm machen hier. Ups. Ah! Ja, nicht, wenn er uns die ganze Zeit abbricht! Jetzt hör mal auf hier. Ernsthaft. Jetzt nicht toll. Jetzt. Und drauf. Alles drauf. So. Ey, jetzt hat Ashara ein rotes und ein blaues Schwert. Muss sie glücklich sein, oder? Ashara, bist du glücklich? Ja, mein Lordmeister. Sowieso. Glücklichste Ashara der Welt. Jedi-Streiter? Nee, das ist der noch nicht. Aber den töten wir mal, falls hier jemand hochspringt. Zum Beispiel so ein Endgegner-Jedi, der uns da fertig macht. Kannst du mal aufhören, hier mich rumzuschmeißen? Mit dieser Schmeißtrick. Achso, das da kann ich machen. Dann hab ich zweimal das da. Und das da. Und das da. So. Ha! Bam! Erstmal heilen. Muss mal gucken. Ashara hat echt noch nicht besonders tolle Sachen an. 74. Ja gut, meine sind auch nicht viel weiter. Okay, 88 und Programm. Ja. Mehr als 10 Punkte. Weiter. Ich schalte die Kraftfelder der Raumstation aus. Jetzt müssen wir wohl wieder runter. Ach so, ja, jetzt müssen wir ja uns mit Tara und Ashara ist auch dabei treffen. Ey, jetzt hör auf, mich abzubrechen. Das ist unfair. Nur weil du es kannst. Ist ja doof. So. Und nochmal. Nein, ich wollte nochmal blitzen. Das ist echt praktisch mit dem Machttempo und dem Blitzschlag da. Ja. Oh, Ashara, was geht mit dir aus? Pass auf! Pass auf! Ja, ich weiß, du hast nicht mehr lange durch. So, jetzt ist es vorbei. Da oben. Ah, da oben. Warte, Tara, nicht sterben. Ich komme ja schon. So. Erstmal noch kurz heilen. Und den Druiden. Den nehmen wir mit. Das ging schnell. War da was hinter mir? Nö. So. So. So.
Boah, ich finde das echt so cool mit dem Machttempo. Bam. Keine Items? Hast du keine Items für mich? Okay. Dann nicht. So. Los, der bricht mich jetzt sicher auch gleich wieder. Ah, nee, doch nicht. Ah. Ui, eigentlich müssen wir noch 10 besiegen, aber ich gehe mal direkt zu Tara. Oh, da ist der auch schon. Hallo. Oh, das sind ja viele. Hier. Grenzenlose Macht. Was? Hast du Bauch weh? Tara hat Bauch weh. Ah nee, sie ist gefesselt. Oh, jetzt muss ich sie befreien. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ja, sicher. Wir müssen Sairik töten und den Ort hier in die Luft jagen. Sofort. Ich bin euch weit voraus. Jetzt, wo ihr die Sicherheit der Republik endlich außer Gefecht gesetzt habt, bringe ich ihr Energiegitter auf kritisches Niveau. Und was? Ach, der Raumhafen sollte explodieren. Aber die verdammten Jedi haben eine Notsicherung eingebaut. Finden wir Sairik und reißen ihm den Überbrückungscode aus den toten Händen. Tja, fragt sich nur, wie hätte sie das mit gefesselten Händen gemacht? Wer hat sie denn gerade befreit? So. Ah, da läuft sie schon. Man sieht, wie sie hier läuft. Mal gucken, was sie so macht. Well, sie kämpft. Komm mal, Shara, wir müssen ihr helfen, sonst wird sie wieder gefesselt. Wollen wir ja nicht. Wir wollen ja endlich mal hier Ende Gelände machen. Achso, eigentlich würde ich das dann haben. Machen. Mit der Macht kann ich alles schaffen. So. Hey, wo sind die jetzt? Ach, die läuft schon weiter. Gut. Guck mal, die macht doch kaum Schaden. Was für eine Lusche hier. Ups, jetzt habe ich aus Versehen was gemacht, was ich nicht machen wollte. Gut. Keine Items. Oh, gefährlichere Jedi-Ritter. Oh. Komm schon. Stirb. Tja, man ist schon tot. Und dann hat Tara, ne? Wie sieht's aus? Schlecht sieht's aus. Oh, Teil 1 haben wir fertig. Was ist denn Teil 2? Wo ist das? Ist das auch da? Nee. Deaktiviere auch das draußen. Wer will denn da draußen? Oh! Mann! Sag doch was! Ist ja schon wieder jemand. Okay, dann geht's weiter. Wird schon ihre Waffe gezogen. Halt! Tara, nicht angreifen. Ich muss mich erstmal heilen. So. Ich will die aber nicht als Begleiterin. Hey, hör auf rumzulernen. Das ist echt so ein typischer DD. Einfach mal drauf rennen. Drauf bolzern. Fertig. Egal. Es gibt keinen Morgen. Es gibt auch keinen Übermorgen, es gibt nur jetzt. So. Und weiter geht's. Machen wir auf. Filmsequenz. Beruhigt die Evakuierten. Die Transporter sind gleich soweit. Die Republik wird Taris nicht verlieren. Der Wiederaufbau von Taris stirbt hier. Mit euch. Endlich zeigen sich die Eindringlinge. Euch zu töten wird mir ein Vergnügen sein, Sairik. Darth Gravos Taten sind erstaunlich vorhersehbar. Ihr seid geradewegs in eine Falle getappt. Wie immer.
Die Evakuierungstransporter, die hier eintrafen, waren nicht leer. Sie brachten Freunde mit, die bereit sind, Taris zu verteidigen. Vielleicht seid ihr ja mit ihnen vertraut. Das Ende ist schon lange überfällig. Es ist soweit. Schützt Taris mit eurem Leben. Tja, das wird euch nichts bringen. Wow. Wo sind die? Sind alle unsichtbar. Ernsthaft. Was macht ihr da alle? Und? Das war eine Herausforderung. Nein, das war keine Herausforderung. Du musst noch viel lernen, mein Junge. Wie heißt das nochmal bei den Sith? Die heißen doch nicht auch Padawan, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Heißen die nicht einfach nur mein Schüler oder so? Mein Sith-Schüler? Ja, Tara, steh hier nicht so rum, ja? Mach mal was. Ah, jetzt kommt sie. Jetzt, wo nur noch einer da ist, ne? Das kann ja jeder. Ja, und jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Wie ging das hier? Ja, komm, da ist eine Treppe. Oder ein Aufstieg oder so. Hä? Ist da noch was? Tara? Wo ist denn die? Ich habe noch irgendwas gehört. Hä? Wo ist die hin? Ach, Tara ist schon da hochgedüst. Boah. Oh Mann. Ein Jedi fürchtet den Tod nicht. Waren die immer noch nicht, oder? Ah, da ist doch noch. Der Kerik. Der Kerik ist da vorne. Und ist gleich Geschichte. Piu. Oh, er macht jetzt irgendwas Fieses. Oh, Meisterschlag. Nein, nicht Meisterschlag. Ich mache jetzt zweimal mein Dingens hier. Bam. Tada! Wow, da ist ein Messer drin. Oh mein Inventarsfall, nein! Dann schmeiße ich das da weg. Ja. So. Gut, oh. Ashara, du stehst auf seinem Gesicht. Schade, dass hier nicht noch mehr von der Sorte sind. Ich werde gerade erst warm. Was haben wir denn da? Ah, Cyrix-Code für die Notsicherung. Einfach nur eingeben und... So. Das Energiegitter wird auf Nimmerwiedersehen, Republik. Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden. Wartet. Das ist alles zu perfekt. Die Transporter, die Cyrix Verstärkung brachten. Sie sind voll mit Zivilisten. Sie versuchen, die Hangartore zu öffnen. Sie werden der Explosion entkommen. Nein. Regelt die Hangartore ab. Der Raumhafen soll ihr Grab werden. Liebend gern. Zu schade, dass wir nicht bleiben und zuschauen können. Oh nein, wir werden sie alle töten. Ups. Sorry. Wie dem auch sei. Hier geht gleich alles in die Luft. Ich würde zwar nur zu gern erleben, wie ihr zu Staub zerfallt, aber ich rate trotzdem zur Flucht. Ob ihr den Rat befolgt, bleibt euch überlassen. Ja, ich bleibe natürlich hier dran.
Ihr seid mir jetzt nicht mehr nützlich, Tana. Oh, wir töten sie. Ja, komm doch. Wo ist sie? Wo ist sie? Da! Ja, ja. Wow. So. Tana, machen dich fertig. Nein, nicht Blitzschlag. Hör auf. So. Tana kaputt. Jetzt haben wir niemanden mehr, der uns hier rum anmeckert. Tana liegt mit dem Gesicht auf dem Boden. Am republikanischen Raumhafen. Mal schauen, wie das unserem Meister so gefällt. Ob wir jetzt so Ärger kriegen. Oder ob sie sagen, yay, endlich hat jemand Tara mal so voll was gezeigt. Und ja, jetzt ist sie tot, aber... ist ja nicht so schlimm. Oh, hä? Ach, da ist ja noch Bonus. Okay, dann machen wir in der nächsten Folge die Bonus zu Ende und kehren zu Lord Scheitern zurück. Bis zur nächsten Folge.